Hallo, herzlich willkommen alle zu unserem heutigen Webinar, das DocuWare 1x1 für Neueinsteiger. Mein Name ist Ivana Blažević. Ich bin im Inside Sales Team bei DocuWare direkt tätig, betreue unter anderem unsere Partner. Kurz zum Organisatorischen. Bereits unser nächstes Webinar ist am 29. Juni um 13:30 Uhr mit DocuWare Connect to Sage, manuelle Prozesse signifikant reduzieren. Und mehr Infos dazu finden Sie in unserem DocuWare Blog. Vorab, Sie haben diese Ansicht jetzt bei Ihnen. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, in unser Chatfenster zu schreiben, falls sich Fragen während dem Webinar haben, und gerne können Sie auch jetzt schon mal das Handzeichen heben, damit ich einfach sehen kann, ob Sie mich alle klar und deutlich verstehen können heute. Ja, super. Die ersten Handzeichen gehen bereits schon hoch. Dann würde ich doch direkt auch hier weitermachen. So, die heutige Agenda. Wir schauen uns den Fokus des heutigen Webinars an, gehen dann anschließend direkt in die Live-Demo und im zweiten Teil konzentrieren wir uns auf die wichtigen Anlaufstellen für Neueinsteiger und gehen auch noch auf Ihre Fragen ein. Wie gesagt, Sie können gerne während dem Webinar bereits schon Ihre Fragen reinschreiben in das Chatfenster. Heute habe ich auch meine Kollegin, die Aline Störk, zur Unterstützung mit dabei, den einen oder anderen wahrscheinlich schon bekannt, und gerne einfach Ihre Fragen schreiben stellen. So, der Fokus des heutigen Webinars. Auf die folgenden Bereiche fokussieren wir uns heute. Wir können leider uns nicht alle Bereiche hier anschauen, aber wir haben uns hier ein paar wichtige Sachen, vor allem für die Neueinsteiger, ausgesucht. Also, wie können Sie Dokumente erfassen und sortieren? Wie Sie Informationen schnell wiederfinden bzw. nach Dokumenten suchen können, die Sie auch archiviert haben? Die Indexierung der Dokumente und die Archivierung. Wie Sie die Funktionen anpassen und erweitern, das heißt, Ihren persönlichen Arbeitsbereich personalisieren, sich die Dokumente zur Ansicht aufrufen lassen und die Dokumente digital bearbeiten, kommentieren oder auch schnell mit Kollegen teilen können. So, an der Stelle springen wir doch direkt in die Live-Demo. So, wir sind nun auf der Startoberfläche von DocuWare, den einen oder anderen wahrscheinlich bereits schon bekannt. Ich bin jetzt bei uns in der vorkonfigurierten Lösung Rechnungsverarbeitung in der neuen Version. Und unter Umständen haben Sie eine andere Ansicht, aber das kann natürlich oder liegt bei Ihnen, welchen Bereich Sie DocuWare im Einsatz haben. Also bitte nicht wundern. So, heute zeige ich Ihnen an erster Stelle, wie Sie die Desktop-Apps installieren und anschließend verbinden. Denn hier müssen Sie eine lokale Verbindung herstellen, also zum Beispiel zu Ihrem E-Mail-Dienstleister oder zu Ihrem lokalen Scanner. Anschließend schauen wir uns an, wie Sie die Dokumente in den Briefkorb hochladen. Hier haben Sie grundsätzlich drei verschiedene Möglichkeiten, mit denen Sie arbeiten können. Dann schauen wir uns an, wie Sie die Dokumente indexieren und revisionssicher im Archiv ablegen. Und anschließend schauen wir uns an, wie Sie die Dokumente, die abgelegten Dokumente, schnell wiederfinden und anschließend auch digital bearbeiten können. Das ist der erste Teil der Präsentation. Und im zweiten Teil gehen wir explizit auf die Personalisierung Ihrer DocuWare-Oberfläche ein und auf die wichtigen Anlaufstellen, die für Sie als Neueinsteiger hier relevant sind. So, erstmal zu den Desktop-Apps. Die Desktop-Apps installieren Sie über das Hauptmenü bei Ihnen. Sie gehen auf einmal Desktop-Apps installieren.
Anschließend, nachdem Sie die Desktop-Apps installiert haben, ist es wichtig, eine Verbindung herzustellen, dass alles hier reibungslos funktioniert. Wir haben auch im Anschluss eine Anleitung mit angehängt. Das kriegen Sie alles nach dem Webinar zugeschickt. Also eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Ihnen hier zur Verfügung steht. So, wie laden Sie jetzt die Dokumente in den DocuWare-Briefkorb Eingangsrechnung? In dem Fall steht Ihnen einmal die Importfunktion zur Verfügung. Das heißt, alle Dokumente, die Sie zum Beispiel auf dem Desktop haben oder in einem Ordner aufbewahren, können Sie einfach per Drag and Drop in den Briefkorb hochladen. So. Sie sehen, hier tut sich bereits was, und zwar der Balken zeigt Ihnen an, dass das Intelligent Indexing hier arbeitet, beziehungsweise die Rechnung des Dokuments ausgelesen wird. Zweite Möglichkeit ist die Scan-Funktion, das heißt, wie gewohnt nehmen Sie Ihre Dokumente, Ihre Rechnung, gehen zum Scanner, legen diese an, also in den Scanner ein, wählen den Briefkorb aus in DocuWare und schon werden alle Dokumente, alle Rechnungen ohne Umwege direkt in DocuWare hochgeladen. Und natürlich die dritte Möglichkeit, die Dokumente in DocuWare hochzuladen, ist die E-Mails, die Sie erhalten mit unserer, also Connect to Outlook oder Connect to Mail zu arbeiten, entweder automatisch in den Briefkorb hochzuladen oder jedes Dokument einzeln in dem Fall. So, bereits hier im Briefkorb haben Sie die Möglichkeit, die Dokumente, beziehungsweise die Ansicht, die Dokumente zu ändern. Also hier stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, wie zum Beispiel sich die Dokumente in einer Tabellenansicht anzeigen zu lassen oder in der Indexkartenansicht. Und bereits hier im Briefkorb können sich die Rechnungen sortieren. Also heißt nach Typ, Name, Datum, Änderungsdatum und so weiter und so fort. So. Jetzt wollen wir entsprechend die Dokumente, die uns jetzt hier vorliegen, auch revisionssicher archivieren. Wir wählen in dem Fall uns einmal die Rechnung Stahlwerk München, markieren diese, gehen auf Ablegen und hier haben Sie verschiedene Archive, mit denen Sie arbeiten bzw. die Dokumente ablegen können. Bei uns in dem Fall ist es das Archiv Buchhaltung und hier wiederum haben Sie verschiedene Ablagedialoge, die Ihnen zur Verfügung stehen. Bei uns in dem Fall jetzt zum Beispiel Buchhaltung, Eingangsrechnungen. Dies ist die erste Möglichkeit. Mein Favorit als Beispiel, Sie können sich die Archive, Ablagedialoge auch direkt visuell hier anzeigen lassen. Also Sie wählen, markieren eine Rechnung und mit der Maustaste können Sie diese in das entsprechende Archiv verschieben. Sie sehen nun, auf der linken Seite machen sich hier Ablagedialog auf. Bei uns, wie vorhin erwähnt, jetzt alles für die Rechnungsverarbeitung vorkonfigurierte Lösung. Nun hat uns hier DocuWare durch das Intelligent Indexing alle wichtigen und relevanten Daten ausgelesen. In dem Fall, dass Sie in Ihrem Archiv zum Beispiel das Intelligent Indexing nicht aktiviert ist, können sich die entsprechenden Stellen, wie zum Beispiel Rechnungsnummer, per Mausklick aus dem Dokument kopieren, in Anführungsstrichen. In dem Fall vergrößere ich hier einmal das Fenster, damit hier alle einen guten Überblick haben. Also in dem Fall brauchen wir jetzt die Rechnungsnummer. Wir gehen jetzt mit der Maustaste in das Dokument auf der rechten Seite, fahren über die entsprechende Stelle und mit einem Klick wird Ihnen die Nummer übertragen. Dies ist die erste Möglichkeit. Wenn Sie zum Beispiel im Dokument jetzt die Bestellnummer nicht vorliegen haben, können Sie natürlich auch die Bestellnummer abtippen. So. Und so können Sie alle wichtigen Felder in dem Bereich füllen. Wir gehen jetzt auf einmal ablegen und ab diesem Augenblick ist die Rechnung jetzt im Archiv und entsprechend auch revisionssicher abgelegt.
So, jetzt gehen wir auf die Suche ein. Wir wollen nach dem Dokument, nach der Rechnung suchen, das wir jetzt eben entsprechend abgelegt haben. Hier oben über die Funktion, über die Suche machen sich hier wieder Indexfelder auf und Sie haben unterschiedlichste Möglichkeiten, nach der Rechnung zu suchen. Also zum Beispiel nach dem Firmennamen, Rechnungsnummer, Rechnungsdatum. Sie können natürlich die Felder auch kombinieren, also Firmenname und das Rechnungsdatum eingrenzen. Oder das, was vor allem beliebt ist oder wertgeschätzt wird, ist die Volltextsuche, die Ihnen zur Verfügung steht. Also Sie können nach jedem einzelnen Wort, was sich in einem Dokument findet, suchen. Wir suchen jetzt hier nach der Rechnung, also die Volltextsuche, die Ihnen zur Verfügung steht. In unserem Fall gehe ich jetzt einfach mal hier und Sie erhalten eine Ergebnisliste. Bei uns jetzt in dem Fall alle Rechnungen, die im Archiv abgelegt sind. So, mit einem Doppelklick rufen sich die Rechnung wie gewohnt auf der rechten Seite zur Ansicht auf. Und nun kommen wir zu der digitalen Bearbeitung. Hier oben versteckt sich eine Werkzeugleiste, die Sie sich natürlich jederzeit öffnen können. So. Nun sehen Sie alle Möglichkeiten, die Ihnen zur Verfügung stehen, also das Dokument digital zu bearbeiten. Also Sie können zum Beispiel hier entsprechend Notizen anbringen, wie in Papierform gewohnt, können bestimmte Passagen im Text markieren oder vor allem auch die Dokumente schnell an Kollegen weiterleiten zur Ansicht zur Bearbeitung. Und zwar, hier steht Ihnen die Anfragefunktion zur Verfügung. Darüber hinaus können Sie aber auch direkt aus der Werkzeugleiste aus eine E-Mail verschicken, zum Beispiel das Dokument mit Anmerkung oder Anmerkung als Hyperlink oder Sie können sich aber natürlich auch das Dokument lokal herunterladen. So, das war der erste Teil der Präsentation. Haben wir bereits hier Fragen, Aline, auf die wir vielleicht eingehen. Noch sieht es noch sehr gut aus mit den Fragen, also noch kam nicht viel zurück. Ich denke, es ist auch viel Information, die wir da erstmal an Sie weitergeben. Deswegen schauen wir uns mal im Zeitverlauf an, wird sicher noch die ein oder andere Frage reinkommen. Kannst gerne weitermachen, Ivana. Ja, super, perfekt. Dann gehen wir doch auf den zweiten, also Teil der Präsentation ein. Also wir schauen uns jetzt an, wie Sie sich Ihren persönlichen Arbeitsbereich personalisieren können. Und zwar über das Hauptmenü haben Sie hier entsprechend die Möglichkeit, die Funktion Profil und Einstellungen. Ich mache dies jetzt hier einfach mal auf. Und Sie sehen, an erster Stelle kommen die persönlichen Daten. Also Sie können sich zum Beispiel die Anrede nochmal anpassen, Vornamen, Nachnamen hinterlegen. Das, was aber hier an der Stelle sehr, sehr wichtig ist, ist die Abwesenheitseinstellung. Also vor allem für die Mitarbeiter, die in einem in einem Workflow eingebunden sind. Hier ist es wirklich sehr, sehr wichtig, eine Abwesenheitseinstellung zu hinterlegen, dass die Dokumente an den Vertreter automatisch weitergeleitet werden. So. In dem Bereich allgemein haben Sie hier nochmal die Möglichkeit, die Sprache einzustellen. Im Bereich Sicherheit natürlich Ihr Passwort zu ändern. In dem Bereich Briefkörbe können Sie sich Ihre Ansicht der Briefkörbe einstellen. Das heißt, Sie sehen hier, welche Briefkörbe jetzt mir zum Beispiel in meiner Umgebung zur Verfügung stehen. Und wenn Sie sagen, der Briefkorb erste Schritte und mehr oder vielleicht heißt es auch bei Ihnen anders, diesen können Sie zum Beispiel jederzeit deaktivieren, indem Sie auf das Auge klicken, dass Ihnen auch der Briefkorb nicht mehr angezeigt wird. Und in dem Fall auch aktivieren, wenn Sie diesen
wieder brauchen. Über die Suchdialoge können sich auch hier wieder Dialoge deaktivieren oder aktivieren, mit denen Sie vor allem arbeiten. Und vor allem in dem Bereich vom Viewer haben sich hier die Möglichkeit, sich den Doku-Viewer in einem neuen Fenster öffnen zu lassen. Also heißt, wenn Sie generell oder grundsätzlich mit zwei Bildschirmen arbeiten und sagen, Sie möchten immer die rechte Seite auf den zweiten Bildschirm ausgelagert haben, können sich diese Zeit jederzeit einstellen. Wichtig für die Werkzeugleiste, die Ihnen hier zur Verfügung steht, in dem Fall können Sie Funktionen auch hier aktivieren oder deaktivieren. Das heißt, wenn Sie sagen, gut, die Option zur Markierung hatte ich jetzt nicht, dann schauen Sie doch einfach in den Bereich Profil und Einstellung, in den Bereich Viewer und schauen, ob Ihnen diese Funktion zur Verfügung steht. Und unter Umständen müssen Sie diese einmal aktivieren. So. Im Hauptmenü haben Sie auch nochmal die Möglichkeit, sich Hilfe und Infos zu holen. Vor allem die interaktiven Touren sind hier sehr, sehr beliebt. Das heißt, Sie gehen Schritt für Schritt in dieser interaktiven Tour mit uns gemeinsam im Bereich der Funktionen und können sich alles nochmal anschauen. So, das war so viel zu der Doku-Oberfläche. An der Stelle können wir hier weitergehen, außer es gibt natürlich hier Fragen, Aline. Bietet sich tatsächlich an. Eine Frage war zum Beispiel bezüglich unserer Protokollierung, also wo man nachschauen kann, wer zum Beispiel das Dokument hochgeladen hat, wer das Dokument bearbeitet hat und so weiter. Vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz auf unsere Benutzeroberfläche gehen und diese Dokumentenhistorie aufrufen, die wir haben. Ja, sehr gerne. Das ist eine gute Idee. Ich gehe davon aus, dass es für viele an der Stelle interessant ist. Also wir gehen jetzt in dem Fall zurück zu unserem Archiv. Blende mal hier die Rechnung aus, kann man nicht speichern. So, in dem Fall können Sie mit der Maustaste das Dokument markieren und mit der rechten Maustaste können Sie sich zum Beispiel hier die Historie des Dokumentes aufrufen lassen bzw. anzeigen lassen. Sie sehen, an der Stelle stehen Ihnen hier ein paar weitere Funktionen zur Verfügung. Also hier haben wir es auf der Workflow-Ebene oder eben im Dokument direkt. Perfekt, dann haben wir noch eine Frage. Da ging es auch nochmal zum Thema Personalisierung bezüglich des Viewers, den wir in einen separaten Bildschirm abkoppeln können. Kannst du das vielleicht auch nochmal zeigen, was da genau dahinter steckt und wie das dann aussieht? Ja, gerne. Da gehen wir doch auch gerne drauf ein. Ich habe das jetzt entsprechend nicht in den Einstellungen vorgemerkt, aber wir gehen jetzt hier nochmal zurück in das Hauptmenü, Profil und Einstellungen, Bereich Viewer. Und in dem Fall sagen wir DocuWeb Viewer in einem neuen Fenster öffnen. So, können dies entsprechend speichern und schließen. So, jetzt aktualisiert sich. Jetzt sehen Sie bereits, der rechte Bereich ist hier an der Stelle bereits schon ausgelagert und Sie haben die Indexfelder auf einer Seite angezeigt. Wenn Sie sich dann die Dokumente aufrufen, ploppt das Dokument auf dem zweiten Bildschirm in dem Fall auf. Sehr gut. Ich schaue noch mal in die Fragen rein. Da hatten wir auch noch mal das Thema Vertretungsperson. Dann gehen wir da auch noch mal ganz kurz in die Personalisierung rein. Das hatte Ivana kurz angesprochen, Abwesenheitszeiten erfassen. Das ist der Vorteil, wenn wir das eintragen und Sie einen Workflow im Unternehmen eben
bestimmten Personen zugewiesen haben. Wenn diese Person diese Abwesenheit dort eintragen zum Beispiel, weiß der Workflow eben, diese Person ist nicht erreichbar und kann entsprechend ich nenne es jetzt mal Eskalationsstufe einleiten, damit eben bestimmte Aufgaben nicht liegen bleiben, sondern dieser Informationsfluss bei Ihnen im Unternehmen trotzdem erhalten bleibt. Das ist auch über die Personalisierung eben möglich. Das hat Ivana kurz aufgerufen. Vielleicht gehst du einmal nochmal drauf, damit wir den Weg nochmal zusammengehen. Genau, das ist der Vorteil der Abwesenheitseinstellung hier unten. So, dann würde ich sagen, mit Blick auf die Uhr, wir gehen nochmal auf die, du machst erstmal weiter mit den Anlaufstellen und wenn wir da noch dann Zeit haben, gehen wir gerne nochmal eine zweite Fragerunde. Ja, super, perfekt. Vielen Dank, Aline. So, an der Stelle nochmal zurück in unsere Präsentation zu den wichtigen Anlaufstellen für Neueinsteiger. So, DocuWare Support, so können wir Ihnen helfen. Wir haben entsprechend in den Folien die Seiten verlinkt. Das heißt, im Anschluss erhalten Sie alles nochmal per E-Mail. Und so können Sie direkt auch über den Link zu dem Supportportal gelangen. Hier sehen Sie bereits, es steht Ihnen auch ein Video zur Verfügung, und zwar, wie melde ich eine neue Supportanfrage? Also wieder eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für alle unseren Neueinsteiger in dem Bereich. Das DocuWare Knowledge Center, eine Art DocuWare-Handbuch. An der Stelle gehe ich auch doch direkt in das Knowledge Center. Das habe ich hier entsprechend bereits schon für Sie vorbereitet. Also in dem Knowledge Center erhalten Sie alle White Paper, die für Sie zugänglich sind, vor allem im Bereich der DocuWare Cloud, voraussichtlich für Sie wichtig. Und natürlich auch hier erhalten Sie die Neuheiten zu den einzelnen DocuWare-Versionen, wie Sie allgemein erfassen, archivieren, integrieren, System einrichten. Hier sehen Sie auch noch unsere vorkonfigurierten Lösungen, alle auf einen Blick, das heißt smarte Dokumentenorganisation, Rechnungsverarbeitung und über die entsprechenden Kacheln kommen Sie direkt zu den vorkonfigurierten Lösungen. Das Schöne an den Knowledge Center, Sie können auch hier eine Volltextsuche nutzen. Und zwar in dem Fall, öfters kommt ja die Frage auf, da DocuWare sehr, sehr viele Dateiformate unterstützt. Und Sie fragen sich, welche Dateiformate werden nun tatsächlich unterstützt. In dem Fall können Sie einfach in das Knowledge Center gehen. Formate, ich tippe das hier ein. Entsprechend die Suche starten und Sie sehen, vom Viewer unterstützte Dateiformate wird Ihnen hier direkt vorgeschlagen. Und nun haben Sie hier als Beispiel eine Liste aller Dateiformate. Und so können Sie sich gerne Infos über das Knowledge Center holen und haben hier entsprechend die Möglichkeit, eine Suche auch zu speichern. So viel entsprechend zu unserem Knowledge Center. Natürlich ist die Webseite, die URL auch hier für Sie verlinkt. So, natürlich unsere DocuWare Academy, so werden Sie fit. Wir bieten hier in dem Bereich Trainings für Administratoren, natürlich unsere Webinare und viele weitere Trainings auch für Anwender. Sie können sich gerne über die Homepage auch hier in dem Bereich informieren und sich Anregungen, Informationen weiterholen. Gerne können Sie auch unseren E-Mail-Newsletter abonnieren, um hier auch immer auf dem Laufenden zu bleiben. Sie sehen, hier sind bereits die angesprochenen Themen von heute verlinkt worden, also Briefkorb, Archiv, was sind hier die Unterschiede, was passiert wo, die ersten Schritte in DocuWare, wie Sie natürlich die Desktop-Apps leicht installieren und die allgemeinen Funktionen in Briefkorb. So,
So zu unserer vorkonfigurierten Lösung, die Sie heute gesehen haben, haben wir hier auch entsprechend sehr viele Informationen auf unserer Homepage hinterlegt. Falls es für Sie interessant ist, auch gerne in dem Bereich einfach schauen. Sie können sich auch sehr, sehr gerne unseren Prozessplaner herunterladen, um Ihre Prozesse einfach und schnell zu visualisieren in dem Bereich. Ist natürlich für alle kostenlos in dem Bereich. So, jetzt haben wir noch 5 Minuten und können gerne noch auf Fragen eingehen. Ja, es kamen noch ein paar rein. Ich schaue gerade mal. Okay, also die meisten haben jetzt tatsächlich schon beantwortet. Bei manchen Fragen ist es tatsächlich auch ein bisschen schwierig, per Chat jetzt zu antworten. Die werden wir uns dann im Nachgang natürlich mal rauspicken, um Ihnen dann nochmal persönlich Feedback zu geben. Das ist in dem Fall dann tatsächlich einfacher für uns. Ich würde sagen, wir lassen den Raum jetzt aktuell noch ein bisschen offen. Falls noch ein paar Fragen kommen, nehmen wir die gerne noch auf. Für diejenigen, die sich schon verabschieden müssen, ist es dann natürlich auch die Aufzeichnung, die wir Ihnen im Nachgang zuschicken. Also Sie verpassen nichts. Genau, vielleicht eine Frage noch, das können wir gerne noch aufnehmen. Thema Anfrage senden. Das hattest du nur ganz kurz angesprochen in der Werkzeugleiste. Vielleicht kannst du da jetzt die paar Minuten nochmal für verwenden, das zu zeigen, wie so ein Ad-Hoc-Workflow oder Freigabeprozess bei uns aussehen könnte über diese Anfrage in der Werkzeugleiste. Ja, super, sehr, sehr gerne. Also wenn Sie noch Zeit haben und auch für Sie das Thema Ad-Hoc-Workflow interessant ist, können Sie jetzt gerne noch dranbleiben. Da gehe ich jetzt nochmal zurück in unsere Oberfläche. So, wir gehen hier in dem Bereich zurück in unsere Archivbuchhaltung, damit wir uns hier entsprechend ein Dokument aufrufen lassen. So, mit einem Doppelklick, Sie sehen, die Dokumentenansicht ist jetzt hier ausgelagert in dem Fall, aber weiterhin nicht tragisch. Hier haben Sie natürlich weiterhin die Option, die Werkzeugleiste zu benutzen. So, wir gehen zurück zu der Anfrage. In dem Bereich haben Sie jetzt die Möglichkeit, Kollegen, Kolleginnen, Einzelpersonen entsprechend zu auszuwählen in dem Bereich, also an den die Anfrage verschickt werden soll. Ich nehme jetzt bei uns die Elisabeth Cash. So, Sie sehen, wenn Sie mehrere Personen auswählen, haben Sie hier die Möglichkeit mitzugeben, ob die Anfrage der Reihe nach den Listeneinträgen zugewiesen werden soll oder allen gleichzeitig und wann die Aufgabe vollständig erfüllt ist. Also wenn alle betroffenen Personen entsprechendes Dokument freigegeben haben als Beispiel oder reicht es aus, wenn nur ein Mitarbeiter das Dokument freigibt. Sie können jetzt hier noch den Betreff mitgeben, dieses bei uns jetzt als Beispiel hinterlegt, können natürlich hier auch einen Text direkt mitgeben und die beiden Entscheidungen auch mitgeben, also genehmigen, ablehnen, können hier auch nochmal entsprechend personalisieren und entscheiden, ob ein Stempel direkt automatisch auf das Dokument gesetzt wird, wenn die Anfrage verschickt wird. Und mit einmal Anfrage senden, wird es direkt zu der Kollegin zur Bearbeitung weitergeleitet. In dem Fall wird die Kollegin auch hier eine neue Aufgabe erhalten und kann entsprechendes Dokument bearbeiten. Sehr gut, dann würde ich sagen, an der Stelle, wir haben sehr, sehr viel abgedeckt. Vielleicht an der Stelle nochmal von mir ein Hinweis, falls wir jetzt irgendwas gezeigt haben und Sie nicht sicher sind, ob Ihnen diese Funktion zur Verfügung steht, weil beispielsweise auch das On-Premise-System ja nach Modulen aufgebaut ist. Wenn da noch irgendwie Fragen jetzt aufkommen, ob Ihnen die Funktion jetzt so zur Verfügung steht, weil wir jetzt gerade ja die vorkonfigurierte Lösung gezeigt haben, schreiben Sie uns da gerne im Nachgang nochmal, kommen Sie auf uns zu. Und wir klären das dann gemeinsam. Ja, super. Von meiner Seite aus vielen lieben Dank für Ihre Aufmerksamkeit und die zahlreichen Fragen. Ich hoffe, das heutige Webinar hat Ihnen gefallen und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.